Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA San Andreas in der Definitive Edition hier beim 100% Platin Run. Das ist die dritte Folge und beim letzten Mal haben wir die 100 Graffiti übersprüht, was mich echt freut, dass ich das jetzt zu dem Zeitpunkt schon gemacht habe. Carl, it's Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bit. Das hatten wir, glaube ich, schon mal gehört. Das hatte ich nur weggedrückt. Gut, wir haben eine Mission bei Sweet. Ich würde sagen, da machen wir gleich weiter. Ich wollte euch vorher aber nochmal die eine Trophäe zeigen, die ich beim letzten Mal bekommen habe. Ich habe sie zwar in der Folge auch gezeigt, aber ich weiß ja immer nicht, wie viele von euch das wirklich auch mitbekommen haben. Ich werde das ein bisschen aber abkürzen hier. Ich war ja im Pain Spray in der letzten Folge und habe das leider nicht aufgenommen, weil ich gar nicht dran gedacht hatte. Ich bin halt einfach ins Pain Spray rein. Zack. Und da gab es die Trophäe dann. Damit ihr es einmal gesehen habt. Also haben wir derzeit 2 Trophäen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter mit der Story in dieser Folge. Und ja, let's go. Hey, you gotta keep it real, man. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell yay and ruin the place. No crack ever made a gang type. Oh, no, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock a homie's hustle, sweet. Them marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chumps from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah. Yeah, you right. So you and Ryder go handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen Beat Up? Nah. But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. Hey, Beat Up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Yeah. You try to get any of these crackheads to help you out. No wonder the families ain't up on it. Apart from Smoke, Sweet, and you know yours truly, Grove Street don't bang no more. Yeah, just get blow. For sure. Ja gut, okay, wir können ihn rufen, wenn er zu weit weg ist. Das ist nice, das muss ich vielleicht auch mal machen. Hey, slow down, fool. You don't even know which door it is. Whatever, man. This it? Yeah, this it right here. Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this it. Open up! Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Hey, get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to For Life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, nah, or what? The only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Oh, man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from round here, punk. Hey, nigga, fuck you. Damn. It's just fucked up. I see what you mean now, man. If crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave, the average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in this city. Piss me off. Look like it's up to us, then. Let's just cruise through the hood and find us somebody selling. Okay. Ja, die Grove Street ist nicht mal das, was es mal war. Da müssen wir auf jeden Fall noch einiges dran ändern, damit es wieder so wird wie früher. Schlag den Crack-Dealer zusammen. Ryder, bitte. Steig ein jetzt. Wir haben es eilig. Nice. Ja gut, dann würde ich sagen, hauen wir dem mal eins auf die Mütze, ey. Hey, check it out. Somebody's selling to one of the homies. Ja, und die Koppen. Hey, partner, I'm working, man. What you need? What you need, dog? Dog, I got quality shit right here. Give me that, homeboy.
Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Ja, ich bin am Start, aber die Cops sind schon am Start, komm. Man, we on a serious mission now. Man, don't sweat it, homie. Everybody in the hood know ballers are pussies. So, let's go. Wir machen das jetzt. Hey, Buster, wait up! Ryder! Och, junge Ryder. Ryder, komm, muss ich dich wieder an die Hand nehmen, Kleiner? Na komm. Ja, du machst das gut. Ja, sehr gut. Ja, guck mal, wie selbstständig er mittlerweile ist. Er folgt uns einfach. Ist das toll. Ooh-wee. Man, you can smell a crack den a mile away. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Hi, Cop. Willst du mit reinkommen? Was ist das hier schon wieder für eine Mission? Good afternoon, baller dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. Fuck them Grove Street fool. Grove Street going down. Ninja these motherfuckers. Woo. Boom. Whoa. Junge, was? Greifst du dich von hinten an, du feige Ratte? Du kannst was erleben, ja. Hua. Boah, die zerlegen wir aber in alle Einzelteile. Boom. Fahr zurück zu Sweets Bude. Hat hier nicht mal jemand einen Blowjob bekommen? In der Cutscene haben sie das entfernt oder habe ich gerade nicht drauf geachtet? War das nicht immer in dieser Mission so? Haben die das echt zensiert mittlerweile? You're messing up my grenya. Ryder. So, zurück zu Sweets Bude. Let's go. Haben wir immer noch den Stern? No Grove Street families on their way back up. For sure, homie. And what's more, you ain't run out on me. Times change. Oh man, they gonna be mad at us. Man, I'll warn the gang later. For now, let's just bask in the silence of victory, motherfucker. Oh yeah. Komm, wir steigen da ein. Gib mir deinen Bobcat mal her. Steig ein! Oh, die Baller ist auch schon wieder am Start. Naja, das sind die Anfangsmissionen. Das ist ja alles ganz entspannt hier noch. Also ich habe die Helligkeit auch nochmal verstellt. Also auch in der letzten Folge schon, aber da das ein Guide-Video war, habe ich da nicht so drüber gesprochen. Ich glaube, so ist es einigermaßen in Ordnung. Ihr werdet immer was sehen können und ich finde, man kriegt ja immer noch mit, dass es gerade Nacht ist. Ich finde es gut so. Now that the bass ain't getting pushed up in their faces, maybe these fools should be up for some real banging. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, for sure though. Later, homie. Yeah. Ich würde dem CJ aber gerne nochmal eine Sonnenbrille spendieren, weil ich finde irgendwie die Augen in dieser Definitive Edition ein bisschen merkwürdig, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das sieht ein bisschen... Also wie gesagt, die Charaktermodelle, die finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da fand ich einige, zum Beispiel das von CJ im Original besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Was eigentlich traurig ist, weil das hier die Definitive Edition ist. Aber naja. Ja gut, dann würde ich sagen, let's go. Nächste Mission. Bei Sweet. Drive-Thru. What's happening with you, Ryder? Respect has to be earned, Sweet. Just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is, speak up, nigga. I'm hungry. Oh, man, shit. Hey, man cannot live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, man, I what could you eat. Fools trying to eat? That's what wrong. About some tacos? Tacos? Again? Hell no. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Carl, you dry. Smoke looks like he gonna pass out. Der Mann hat Hunger. Großen Hunger. How moms get killed? We gotta talk about it. We all gotta talk about it. They was going for Sweet. How you supposed to know that? You know what people are like. Say they have love for you, but won't say a word. Too damn scared. Some people say they saw a green saber doing the work, then speeding away. Yeah, but people like to talk, don't they?
Anyway, that's half of Santos you talking about. Yeah, you right. My bad. Hey, bruh. They had sprayed the house. I ain't see shit. The Green Saber. Ja, die Leute reden wirklich ein bisschen viel. Smoke, das ist schon richtig. So, Klackenbell-Time. Can I take your order, please? Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have 2 number 9s. A number 9 large, a number 6 with extra dip, a number 7, 2 number 45s, one with cheese, and a large soap. Hey, sorry, bruh. You know I gotta know about mine. I know, CJ, I know. I'm just trying not to think about it, bro. I mean, I didn't even know she was hit until it was all over. Yeah, right. Let's eat. Hey, don't we got beef around here? We been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash can. Oh, shit. Trash can bitch. Pass me my food. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, them motherfuckers headed to the hood. Drive-by! Oh, no. Let's go, go, okay. Go. Hit the gas, we gotta ask these niggas. Why you ain't blasting, Smoke? I'll shoot him when I'm done eating. Quit stuffing your motherfucking mouth. Let's go. I ain't stuffing, homie. I'm enjoying my meal. Hey, kill that asshole! Shit, this is a great sandwich. Smoke, stop stuffing your face and start popping them balls. Nice. Und das war's schon. Das war ja simpel. Damn, that was some serious shit. Yeah, man, those baller fools won't try that again. Carl, let's get back to the grove. Alright, I'm on. Oh, man. That fool filled a hole. You chubby motherfucker. Next time you better start blast or I'ma blast you myself. Smoke, you wide, man. I mean, wide. That's one up for the grove. Say what, Smoke? All you managed to do was eat my damn food up. Yeah, it was getting cold. Y'all coming in for a beer? Nah, baby. I need to get back to the crib. CJ, give me a ride. All right, Smoke, let's go. See y'all later. See y'all later. Okay. What's with you back there, Smoke? Man, if you can eat your food while everybody else is losing theirs and blaming you, you straight, homie. What? Nothing. Just some poetry I read. Hey, Smoke, tell me why you moved out to Grove. Man, got some money from my aunt. I mean, it's a nice place and all, but the Grove is in my heart, baby. It's where my dogs is at. Yeah, okay, homie. Was auch gerade legendär war, in der Cutscene, habt ihr es gesehen? Das Grove Street Graffiti, was da normalerweise zu dem Zeitpunkt des Spiels hat man das noch nicht übersprüht, also ich zumindest nicht, und jetzt diesmal habe ich es gemacht, weil ich es so früh gemacht habe, das hatte ich auch noch nie. Das ist schon ein bisschen legendär. Hey, thanks, Carl. Hey, I miss having you around, baby. Thanks, man. I wish Sweet thought like that. He don't mean it, CJ. He's still real tore up about your moms, man. Here, get yourself a little smoky smoke on smoke and relax, homie. Mir kommt da gerade so eine Idee, die eigentlich ziemlich geil wäre. So, kleiner Nachtrag von meiner Seite aus. Ich nehme das Ganze jetzt 2 Tage später auf und ich habe jetzt extra nochmal ein neues Spiel gestartet, nur um die Mission Drive-Thru nochmal neu machen zu können. Denn wenn man diese Mission als Fat CJ, also als fetter CJ schafft, bekommt man am Ende nochmal ein geheimes Telefonat und das würde ich euch ganz gerne mal zeigen. Vorher möchte ich euch aber nochmal den Anfang der Cutscene bei Big Smokes Order zeigen, weil das echt lächerlich ist, wenn CJ fett ist. Achtet einfach mal auf CJ und auf das, was er sagt. Can I take your order, please? Carl, what do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Hey, I'll take a number 9, fat boy. Give me a number 9, just like his. Let me get a number 6 with extra dip. Stay out of here, CJ!
Gut. Wir sehen uns gleich, wenn das Telefonat dann kommt. Bis gleich. So, Leute, da ist das geheime Telefonat. Hören wir es uns mal an. What's up? Your fat to muscle ratio, that's what's up. Sweet. What you on my back for now? I know we're more than moms and all, but there's no need to let yourself go, CJ. So I put a little weight on, but... There's a gym I go to just up a couple blocks from the Grove. Go check it out. Okay, I'ma see what's up, man. But with the fat jokes, you gonna give me a complex. Ja, wie gesagt, das hört man nur. Das Telefonat bekommt man nur, wenn man wirklich mit dem fetten CJ diese Mission schafft. Und das wollte ich jetzt unbedingt nochmal machen, deswegen habe ich extra ein neues Spiel gestartet. Und ich würde sagen, jetzt können wir weitermachen mit der regulären Folge. So eine ganz klitzekleine Idee. Ich hätte schon Bock drauf, eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Das machen wir, glaube ich, jetzt auch. Wir gehen jetzt eine Runde fressen. Denn gerade eben Big Smoke hat richtig reingehauen und das hat CJ richtig hungrig gemacht. Und eigentlich war er jetzt nach seiner kleinen Bestellung auch noch nicht so wirklich satt. Und er konnte ja nicht mal aufessen, weil die Ballers direkt genervt haben. Deswegen würde ich sagen, gehen wir hier doch nochmal hin. Weil das ist ja auch eine Trophäe. Ich muss eben mal gucken, welche das überhaupt war. Oh, erstmal nochmal ein Anruf, okay. Yeah. Hey, CJ, it's Sweet. Hey, what's up? If you don't respect your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. You need to pack on some muscle. If I wanted nagging, I'd buy a clockwork wife. Just looking out for you, homie. It's all show and respect, you know. Yeah, I guess. There's a gym I go to a couple blocks out from the Grove. Go check it out and get yourself a gangster physique. I'll scope it out. Later, man. Wenn du deine Kondition verbessern, dir mehr Muskeln zulegen oder neue Kampftechniken lernen willst, geh in eins der Fitnesscenter in San Andreas. Begib dich zu dem Hantelsymbol auf dem Radar und sieh dir das Fitnesscenter an. Ja, ich habe jetzt irgendwie einen anderen Plan. Einen anderen Ernährungsplan und Fitnessplan im Kopf. Denn wir werden jetzt richtig reinhauen. Ich habe da einfach Bock zu. So, ich gucke jetzt eben mal. Wie heißt denn diese eine? Genau, mit extra Dip. Kaufe 8 Gerichte von Klackenbell und das machen wir jetzt mal eben. Haben wir genug Kohle? Ja, komm. Und zwar richtig dicke Dinger. Nicht den Salat, sondern richtig den riesen Gacker-Imbiss. Großer Gacker-Imbiss, kleiner Gacker-Imbiss. Den Riesen-Imbiss, bitte. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Trophäe. Aber ich gehe noch ein bisschen weiter. So, Schluss. Ich hoffe, der kotzt jetzt nicht. Das wäre sehr ärgerlich. Ja, hat richtig reingehauen, der Junge. Fett ist schon richtig gestiegen, aber da geht auf jeden Fall noch mehr. Leider können wir jetzt erstmal nicht mehr essen, deswegen würde ich sagen, geht's eben mal nochmal speichern und dann gehen wir nochmal fressen. So, ich plane auch, das so ein bisschen so zu machen wie damals. Kann ich euch ja auch schon mal sagen, wie bei meinem ersten GTA San Andreas Let's Play, dass wenn die Fahrtwege zu groß sind, ich immer den Fahrtweg von einem zum nächsten Auftraggeber dann eben rausschneide, weil es hier wirklich teilweise echt lange dauern kann, bis man dann wirklich auch beim nächsten Auftraggeber ist und wieder weitermachen kann. Und ja, das habe ich so ein bisschen vor. Aber sowas hier zum Beispiel, das kann ich ja total drin lassen, das ist ja total entspannt. Ich bin ja auch nicht auf der Flucht. Deswegen alles in Ordnung. Die Sachen kann man sich einstecken hier. Immer mal wieder. Und ich habe jetzt vor, erstmal CJ richtig fett werden zu lassen. Einfach so, weil ich Bock drauf habe. Und wegen einer anderen Sache, aber da kommen wir später zu. Ist das jetzt schon der nächste Tag? Ja, müsste eigentlich jetzt passen. Jetzt können wir wieder fressen gehen. Oh, CJ hat irgendwie immer noch Hunger, so, ne? Das ist halt das Ding, du musst halt essen, essen, essen. Und wenn du noch hungrig bist, dann musst du halt noch weiter fressen. Und CJ will groß und stark werden und deswegen muss er halt einfach auch ein bisschen essen. Ist doch in Ordnung. Einen kleinen Nachtisch kann er sich ja wohl nochmal genehmigen, Leute, oder? Ich meine, es ist ein kleines Frustfressen auch, weil Sweet noch nicht so offen zu ihm ist und so. Das braucht alles seine Zeit, aber... Hey!
Warum nicht? Okay, dann lade ich nochmal neu. Da muss ich noch weiter überspringen, aber warum auch immer, keine Ahnung. Hi, Tenpenny. So, machen wir es nochmal. Das Geile ist halt auf der PlayStation 5, ne? Du kannst einfach so schnell speichern. Früher hat das immer so lange gedauert. Dieses, und jetzt kannst du einfach skippen, zack, speichern, skippen, speichern, skippen, zack. Und nochmal. So, let's go, jetzt wollen wir richtig fett werden. Weil ich kann es ja schon mal so ein bisschen anteasern, es gibt in dem Spiel auch versteckte Dialoge, die man nur bekommt, wenn man eben mit CJ fett ist. Und das habe ich damals nicht gemacht, im ersten Let's Play. Und ich würde ja ganz gerne hier in diesem zweiten Let's Play so gesehen, ich zähle halt diesen Rainbow Miser nicht mit, weil das war halt ein ganz anderes Spiel dadurch. Es ist halt so, ja. Ich will ein paar Sachen anders angehen als damals, um euch vielleicht auch mal andere Dinge zu zeigen. Und da ist das halt immer eine ganz gute Gelegenheit, das mal zu tun. Wieso kann ich nichts fressen gehen? Dann gehe ich halt in die nächste Bude. Ist mir scheißegal, wenn ihr mir nichts anbieten könnt, dann ist das euer Problem. Dann gehe ich halt zur Konkurrenz. Ist mir doch völlig egal. Oder kann ich da oben hin? Mögen die mich jetzt erstmal nicht mehr? Ich fahre mal zu der anderen Bude hier. Vielleicht werde ich da besser behandelt. Vielleicht bekomme ich da einfach mal ein paar Gerichte. Soll doch froh sein, wenn ich da hingehe und bereitwillig Geld ausgeben möchte für diese Pampe. Ey, wenn die mich jetzt auch abweisen, ne? Dann nehme ich es langsam persönlich hier. Sag mal, wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht? Das ist nicht gut. Gibt es ja noch andere Fressbuden, wo man noch ein bisschen zuschlagen kann? Dann gehen wir halt eine Pizza essen, ist mir doch scheißegal. Gehen wir eine Pizza essen, würde ich sagen, Leute, oder? Es kann ja wohl nicht sein, dass ich CJ hier nicht fett machen kann. Es ist halt, ja, weiß ich jetzt nicht, warum die da keinen Bock drauf haben. Naja. Oder müssen wir wirklich erst ins Gym? Nee, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Bingo können wir auch gleich nochmal. Ach, können wir noch gar nicht. Ach stimmt, das kommt, glaube ich, noch. Das heißt später noch, oder jetzt demnächst heißt es hier, du musst dir mal die Farben der Grove Street mal wieder anziehen. Und ich glaube, dann können wir auch in die Bekleidungsgeschäfte. Und dann kann ich mir vielleicht auch noch eine Sonnenbrille holen. Ah, gut, okay. So, der Pizzaladen. Wo wir ja auch letztens verscheucht wurden von dem Shotgun-Typen. Aber den haben wir überfahren, deswegen ist hier keine Gefahr mehr für uns. Hi, ich habe Hunger. Hier wird man auch gut behandelt. Nice. Na, was hast du für mich? Was hast du denn so im Angebot? Gib mir mal die volle Lutsche. Ja, nee, nee, komm schon, die ganze Portion. Ich bin doch kein Weichei. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf und wehe, er kotzt. Nö. Man muss auch mal ein bisschen essen, der Junge. Genauso wie die hier. Die haut auch richtig rein. Und er hier vorne auch. Ich dachte gerade, das wäre ein McDonald's-Pulli, aber nee, da habe ich mich verguckt. Ach ja. Du wirst dick. Das ist auch das Ziel. Guckt euch das an, Alter. CJ, jawohl, er hat richtig zugelegt. Das ist. Das passt irgendwie auch besser zum Afro, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist irgendwie schon geil. Geil, ey. Was machen wir denn jetzt noch? Machen wir noch eine Mission? Wir haben immer noch Zeit. Wir können immer noch eine Mission machen. Ich würde sagen, ja. Geil. Ich meine, er hat Gewicht zugelegt. Halt nicht durch Muskeln, sondern durch Fett, aber ist doch egal. Big Smoke ist auch ein bisschen völliger und kommt gut durchs Leben. Also, warum sollte CJ das nicht dürfen? Ist doch alles supi. So. Give me 15, motherfucker! I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fat sucker. Let me play first. Hey, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, huh? Me? That does it.
That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One time came through, raid the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at them? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Macs, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Die zwei Schwergewichte begeben sich zu Emmett. What happened to the families? Where the love at? Shit happens. Seville wrongs Temple. Temple wrongs Grove. Bad blood leads to bad blood. If you read the book, that's the way of the world, baby. Yeah, but you know you gotta keep it real. I admire you, Carl. You're a leader, a visionary. Remember me when you get to the top. Give it a rest, Smoke. You full of shit. So, da sind wir auch schon. Emmett! That's my man right there, you know what I'm saying? Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, hey, Pops! Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Brent, say, ain't you dead? Nah, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little glass baller fool! Hui, soll ich das auch machen? Will ich aber nicht. Guck mal, ich cheate. Munition sparen. Oh, Beverly be so proud of you, boy. Shit, I'm the best there ever was. Somebody save the smoke. Sag ich dazu nur. Wah! 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 Yeah, that's real Grove Street style now. Oh yeah. Cap your ass! And your ass! You want some too? Ice cold, baby! I knew I was the chosen one! Oh man! Check out Special Agent Big Smoke. Special Agent Big Smoke, ey. Diese Mission ist einfach so ikonisch. Es ist so geil, diese Sprüche von Smoke. Ist einfach ein Fest. Boom. Ah, oh, you're making me so proud. Schießt den Benzintank des Autos per manuellen Zielen kaputt. Da ist er nochmal in einer Aufnahme. Okay, alright. Let's do this, aber ich mach's mit der Knarre. Damn, you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this. You didn't get them from me. And remember this. Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. I seen newer cannons in this strap in the museum. Where we going? Man, I'm real tired, dude. Drop me off at my crib, baby. Fahr Smoke nach Hause. Let's do this. Du kannst dir jederzeit bei Emmett eine Waffe besorgen, also das ist gar nicht nötig. What's going on, man? Shit seems pretty fucked up. People have to open their eyes and their hearts, CJ. What are you talking about? I'm talking about the choices all men face, brother. Sometimes they seem real, but other times there's no choice at all. At least you still talking shit. You ain't changed a bit. Who, me? No, never. Ja super, dann haben wir doch eine knackige 30-Minuten-Folge jetzt hier. Und das passt doch eigentlich. So, Smoke. Arrivederci fürs Erste. Thanks, CJ.
I see you around. Later, Smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen you in your colors yet. You gotta fly the flag, man. Ain't nobody gonna respect you if you ain't representing your hood. All right, man. My bad. I just ain't got around to it yet. There's a Beko around the corner from the gym in Gatton. Go get yourself some greens. Begib dich zu Beko und besorge dir Klamotten in den Farben der Grove Street. Achso, ja, okay. Das machen wir noch. Das kriegen wir jetzt auch nochmal hin. Aber ich kann doch nicht mehr so schnell. Ich hab mich ein bisschen gehen lassen. Aber damit müssen wir jetzt leben. Das ist ja nicht schlimm. Es ist einfach nur mal eine andere Perspektive. So habe ich das Spiel auch noch nicht gespielt. Mit so einem fetten CJ. So, Beko. Habt ihr auch eine Sonnenbrille? Geh in das Beko-Bekleidungsgeschäft. Deswegen sind wir hier. Hello. Betritt die Markierung, um neue Klamotten anzuprobieren. Yep. Changing rooms over there, sir. Yep. Ich hoffe, ich passe da überhaupt rein. I slept with a Scotsman last night. Ja, geht gerade so noch. So, was haben wir jetzt? Oberkörper. Grüner Hoodie. Ja, oder? Doch, das passt. Schön grün Hoodie. It was a pleasure, sir. Nice. Einen grünen Hoodie, dann brauchen wir eine Sonnenbrille, ganz klar. Eine Scherzbrille, Scherzmaske, schwarzes Tuch. Was habt ihr denn hier für Sachen? Ich bin ein Pirat, jawohl. Wahrscheinlich. Nee. Ey, was haben die denn hier für Sonnenbrillen nur? Die Scherzbrille, Scherzmaske, rotes Tuch, schwarzes Tuch. Das ist doch lame, was die im Angebot haben. Kopfbedeckung? Ja, beim Afro eigentlich nicht. Also wir sind ja stolz auf den Afro und deswegen müssen wir den auch tragen. Grüne Jeans. Nee, also das ist mir zu krass. Blaue Jeans? Ist es nicht exakt das, was wir auch schon tragen? Wo ist denn jetzt da der Unterschied? Der trägt doch jetzt schon so eine, oder nicht? Ich will. Graue Hose. Finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, noch ein bisschen cooler. Gibt's doch. Ich kaufe das erstmal einfach. Uhren, Ketten, Hundemarke, nee, komm, brauchen wir nicht. Uhren, gelbe Uhr, auch noch schön über den Pulli geschnürt, ey, was soll das denn? Nee, lass mal weg, nee, Schuhe, was hat er denn hier? So im Angebot, der Laden hier, grüne Low-Tops, High-Top-Sneakers. Ne. Haben wir noch was anderes irgendwie zur Auswahl? Sandalen. Sandalen einfach. High-Top-Kicks? Nee. Irgendwie so richtig das Wahre ist hier jetzt nicht so bei, ne? Das ist ja schon schwarze Low-Tops. Gibt's auch weiße Low-Tops oder sowas? Cowboy-Stiefel. Blaue Low-Tops, grüne Low-Tops. Ja, dann lassen wir es so. Egal. Ja, dann lasse ich die Schuhe so, wie sie sind. Boah, mal gucken. Ich hab jetzt erstmal was. Ja, eine Sonnenbrille wäre schön gewesen, aber die habt ihr ja leider nicht im Angebot. Dann kann ich sie auch nicht kaufen. Respekt erhöht. Oh yeah. Jetzt ist die Mission erst erfüllt. Ja, Leute, super. Dann können wir die Folge doch für heute auch mal beenden. Wir haben einiges geschafft. Ich kann euch nochmal... Gut, die eine Trophäe können wir uns nochmal angucken. Extra Dip. 4%. Jetzt haben wir 3 von 35. Prozentual gesehen sind wir jetzt bei...
3,74%. Also es läuft ja eigentlich für den Anfang schon mal ganz gut. Und dann mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Vielleicht machen wir ja schon eine Nebenmission. Ja, es gibt ja so ein paar Sachen, die wir jetzt auf jeden Fall schon machen können. Muss ich mir aber nochmal überlegen. Naja, jedenfalls vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch in der nächsten Folge wieder. Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Land of the heinous, gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep. Beefing with anybody, competing, even police. Four deep in a green rag with gold feet. Last with the flag on a strap, that's OG. Stay in shape, hit the gym, lift the weights. Get super cut, big and buff, nice and straight.